Hey Leute, ich bin Zwill und heute zocke ich mal wieder eine weitere Custom Map. Ich denke, jeder kennt die Find the Button Maps, wo man einfach Knöpfe finden muss, die extrem schwierig versteckt worden sind. Und hier geht es jetzt darum, so hier steht es auch schon, Find the TNT. What to do? Find the TNT and explode it to get to the next level. Und ein Level davon hier soll auch ziemlich hart sein, das Swamp-Biom. Und ich hoffe einfach mal, dass wir alle Level schaffen. Und ich habe mir gedacht, ja komm, die Map ist eigentlich mal ganz interessant. Die können wir mal zocken. Wir müssen einfach das TNT finden. Eigentlich keine schwierige Aufgabe. Und deswegen würde ich sagen, drücken wir einfach mal auf einen Knopf, auf einen x-beliebigen, um das Game zu starten. Und wir haben hier auch schon direkt ein paar TNTs in die, beziehungsweise nicht kein TNT, sondern Feuerzeuge in das Inventar bekommen. Und so, try to find the TNT. Alles klar, können wir gleich mal machen. 64 Knöpfe auch noch am Start. Und Spawn Point, press on the button. Okay, können wir auch mal gleich machen. Und so, mal schauen. Also das ist jetzt hier so eine Villager-Map. Und ich muss mir einfach mal die Häuser merken, in denen ich schon war. Und okay, hier ist einfach nur ein kleines Loch. Ich denke mal, für einen Anfang sollte das halt echt nicht allzu schwierig sein. Also das kann man alles schaffen. Und deswegen mal schauen, okay, ob wir das mal gleich finden werden und wie lange wir dafür brauchen werden. So, und ich weiß noch nicht mal, wie viele Level es genau gibt. Dem Haus waren wir jetzt auch schon. So, einem Brunnen vielleicht könnte es natürlich auch sein. Ist es ein TNT? Nee, das ist ein Voltblock. Okay, aber ich glaube mal, ja, ganz genau nachschauen. Nicht, dass wir das irgendwie übersehen, das wäre auch echt bitter. Aber ich denke mal nicht. So, hier ist das TNT auch nicht. Und vielleicht hier in einem Feld oder so könnte das sein. Okay, vielleicht denkt jeder, ja, irgendwie in einem Haus könnte das TNT versteckt sein. Aber hier in einem Feld... Das wäre natürlich auch möglich, da würde ich es vielleicht zum Beispiel verstecken oder hier am Rand. Ja, aber ich glaube mal, nee, hier ist keins. Wir können hier hochspringen. Ja, und hier ist es doch bestimmt, oder? Das muss hier eigentlich sein, weil sonst weiß ich echt nicht, wo das irgendwie sein könnte. So, okay. Nee, aber ist es irgendwie auch nicht, was? Also wenn das erste Level schon so schwierig ist, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich echt nicht, was hier so und was hier ist es. Nice, was die nächsten Level uns so erwartet. Und Alter, das ist schon echt mega schwierig versteckt. Ach du Scheiße, Leute, zieht euch das mal rein. So, und wir zünden das mal hier an. Ja, okay, mit dem Knopf funktioniert das. Alles klar. Okay, gut, liebe Freunde, wir haben es geschafft. Und jetzt geht es hier gleich mal weiter. So, und da, okay, nice. Da vorne ist der Knopf, da können wir jetzt gleich mal rein. Und where should it be? Spawn point, press on the button. Okay, wieder 64 Knöpfe. Ich denke mal, die brauchen wir nicht mehr. Nehmen wir aber trotzdem uns mal raus. So, und das können wir alles mal hoch machen. Gut, Spawn Point ist gesetzt. Und wo könnte es sein? So, mal schauen. Vielleicht auf einem Baum oder so. Ich denke mal hier nicht mehr in einem Boden. Das wäre, glaube ich, ein bisschen dazu auffällig bei Schnee. Aber das kann man echt, also dass man das so gut verstecken kann. Klar, okay. Da hätte man drauf kommen müssen. So, okay, aber vielleicht mal hier unter einem Baum oder so. Ah, das zweite Level, das will ich jetzt ein bisschen schneller schaffen. Ja, vielleicht ist es hier drin. Ja, vielleicht hier. Aber ich, na, ich denke mal nicht. Okay, hier ist wieder ein Pferd. Und das, die lassen sich natürlich nicht zähmen. Okay, und hier wäre das ja, das wäre hier eindeutig zu einfach. Das können wir natürlich hier auch ein bisschen anzünden. Nee, aber hier ist es natürlich nicht. Und, ja, hier, ja, ist es auch nicht. Es könnte natürlich hier irgendwo in Löchern versteckt sein. Aber ich denke mal, der hat sich da was anderes einfallen lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier erlaubt ist, aber wir können den Schnee anscheinend abbauen. Und ja, komm, das machen wir einfach mal. Aber ich denke mal, ja, das wäre doch zu mies, dass, wenn der das irgendwie hier unten verstecken würde oder so. Ich denke mal, das macht er nicht, aber vielleicht ist auch so gewollt. Wir müssen mal darauf achten, ob wir das im nächsten Level auch abbauen können. So, okay, aber ja, vielleicht hier irgendwo unten drunter. Aber ich glaube mal, da ist es. Was? Nice. Okay, wir haben es gefunden. Wieder durch Zufall. Oh shit, das ist wieder so komisch. Alter, so halb wirklich unter der Erde gewesen. Beziehungsweise eigentlich fast ganz. Okay, und hier unten geht es wieder weiter. So, ins nächste Level. Wir haben nicht allzu lange dafür gebraucht. Und wir haben den Erfolg bekommen. Dreimal auf Holz geklopft. Okay, gut. So, Spawn Point. Press on the button. Wieder 64 Knöpfe. Und was, in welchem Biom sind wir hier? It's hard or, it's, or is it easy? Let's find out. Oh nein, okay. Hier sind wir... Das ist bestimmt safe auf einem Baum. Jetzt sind wir hier oben. So, wir fangen mal von Anfang an an. Und das wäre witzig irgendwie, wenn es hier versteckt wäre. So echt, eigentlich ziemlich easy, aber ich denke mal nicht. Okay, gut, da oben, da könnte es sein. Und ja, wir können ranzoomen. Das ist aber kein TNT, das ist ein Command-Block. Ja, da wollt ihr uns schon verarschen hier. Nee, nicht mit mir. Okay, dann, ja, vielleicht. Also es könnte wirklich auf jedem Baum sein. Wir müssen irgendwie mal auf einen Baum klettern, uns das von oben anzuschauen. Oder hier erstmal ja unten alles ablaufen. Ich glaube mal, das machen wir eher mal. Kann ich jetzt hier bitte hoch? Okay, das, ja doch, das müsste ja auf jeden Fall gehen, wenn ich das hier abbauen kann. Und ich hoffe mal, dass ich das darf. So, aber ich denke mal, ja, wenn es geht, dann darf ich das auch. So, und ja, dann baue ich mir einfach mal hier das Holz hier ab. Okay, aber ich hoffe, wie gesagt, mal. Weil das schon, glaube ich, ein bisschen cheaten. Und da vorne kann ich sogar... Nice, schon ein bisschen was hier sehen. Da kann ich echt schon extrem viel sehen. Und was ist das denn hier? Da steht irgendwie was geschrieben. Aber ich habe keine Ahnung, was. Und ja, hier oben. Na, das ist doch niemals hier oben drauf.
Da unten ist es. Nice, da unten habe ich es einfach gefunden. Ich hoffe, ich sterbe jetzt mal nicht. Und ja, das war doch nicht so schwierig eigentlich, oder? Hätte ich das von unten jetzt... Nein, fuck. Okay, zwei Herzen. Oh shit, das war ziemlich knapp. Hätte ich das von hier gefunden? Ja, man hätte es finden können. Und das war genau auf der anderen Seite. Okay, gut, dann zünden wir das gleich mal an. Zum Glück war ich da oben und habe nachgeschaut. So, und wir, okay, gehen jetzt wieder ins nächste Level. So, und jetzt sind wir hier in einem Nether-Level. Okay, das wir gerade eben gesehen haben. Und in den Nether. Okay, Nether ist es zwar nicht, aber es sieht so aus. So, okay, dann können wir das mal wieder wegmachen. Und nein, was, wir können... Okay, wir können nicht ins Nether. Hab gerade schon ernsthaft gedacht, dass wir da rein müssen oder so. Das wäre echt ein Abfuck gewesen. Aber nee, wir können hier nicht rein. Es könnte überall natürlich versteckt sein. Wir können das wieder abbauen und es geht sogar, ja stimmt, es geht sogar mit der Hand echt ziemlich schnell. Okay, wir gehen hier mal ganz kurz ein bisschen, oh shit, rein. Okay, können wir hier überhaupt rein? Ich denke mal, ah nee, hier drin befindet sich nichts Besonderes, oder? An der Decke mal, bestimmt gibt es auch noch ein Level, wo sich das TNT irgendwie an der Decke befindet oder so. Okay, und in der Lava, da könnte ich mir das auch gut vorstellen. Wir suchen aber trotzdem mal erst jede Ecke ab. Das kann man eigentlich immer so machen, so geht auch nicht lange. Aber ja, der macht es halt nicht da rein. Aber da kann man es auch echt gut verstecken. Und ja, ich habe es gefunden. Nice, liebe Freunde. So, wir haben es direkt angezündet. Das ist echt mega geil. So, und ja, da ist explodiert. Und wir können wieder in das nächste Level. Okay, wo ist der Knopf zum nächsten Level? Ich habe absolut keine Ahnung. Okay, ach, da vorne. Okay, das hat es auch aufgesprengt. Sehr nice. Level 5. Und Spawnpoint, press on the button. Können wir auch gleich mal wieder machen. Mushrooms. So, und ich habe, Alter, das ganze Inventar schon voller Knöpfe. So, und das ist bestimmt unter einem Pilz. Aber ich denke mal, ja, wir müssen es nicht abbauen. Dann wird es auch nicht darunter sein. Und ja, komm, ich... Aber das wäre eigentlich auch zu einfach. Und hier unten ist es auch nicht. Okay, wenn wir hier reinfliegen, dann müssen wir uns ja auch wieder hochbauen. So, aber vielleicht ja schon, vielleicht ja schon, man weiß es nicht. Ich schaue trotzdem mal vorsichtshalber unter jeden Pilz. Also es tarnt sich natürlich schon in gewisser Weise, wenn da natürlich rote Texturen drin sind. Und deswegen, ja, kann ich mir schon gut vorstellen, dass es halt irgendwo hier bei so einem roten Pilz ist. Hier ist nur Sand irgendwie und hier ist auch nichts Besonderes drin. Hier ist ein Command-Block. Oh shit, ich glaube mal, der Command-Block, ich glaube mal, das ist der zum Knopf. Und irgendwo muss dann hier das TNT sein. Ja, da ist es TNT. Okay, gut, es hat mir natürlich einen kleinen Tipp gegeben, dass ich das aufgegraben habe. Okay, aber stand, wie gesagt, wirklich nichts da irgendwie, dass man das nicht machen darf. Und hier können wir sogar aus der Welt fallen. Okay, gut, und hier ist der Command-Block. Sehr nice, wir sind jetzt beim Level 6. Hier sind verschiedene, genau, Büsche. Und hier ist auf jeden Fall nirgendwo versteckt. Das wäre zu einfach. Das ist entweder da vorne in diesem Bereich oder hier drin. Aber mal... Really? So einfach wirklich jetzt ging das? Muss ich das mal mit einer Druckplatte machen? Habe ich eine Druckplatte? Nee, okay, irgendwie auch nicht. So, jetzt aber. Hä, warum war das so einfach? Also, als jeder geht irgendwie am Anfang da rein. Aber gut, ich hoffe mal, das war das überhaupt. Aber ich denke mal schon. Ja, da vorne ist wieder der Knopf. Und dann können wir gleich mal in das nächste Level. Das war jetzt echt einfach. Und wir haben eine Elytra bekommen. So, wieder der Spawnpoint. Und, ach, okay, wir bekommen hier die ganze Zeit auf der Druckplatte welche. Okay, gut. Und wie können wir jetzt das am besten machen? So, wir bauen das hier ab. Ich hoffe mal, dass es erlaubt ist. Dann gehen wir hier mal hoch. Und also die Elytra, die fuckt echt schon manchmal ein bisschen ab, wenn man dann so automatisch fliegen will. Aber wir müssen jetzt erstmal... Alter, okay. Man backt sich hier ein bisschen rein. Das TNT finden. Und okay. Mal schauen, ob das hier irgendwo auf den Blättern ist. Und da unten ist es... Da unten ist das TNT. Ging es jetzt wirklich so einfach? Moment mal. So. Okay, wir gehen jetzt hier mal wieder durch. Und wir mussten hier einfach nur... Hä? Wir mussten hier einfach nur langlaufen? Okay. Und dann da durch. Oh, ich weiß jetzt nicht, was hier dann schwierig sein soll. Aber ist es das Sumpfbiom? Ich denke mal, so schwierig war das jetzt auch nicht. Okay, gut. Und wir haben wieder jetzt gleich... Wo ist der Knopf? Da vorne ist der Knopf, oder? Ja, okay. Wir haben jetzt gleich wieder das nächste Level. So, auf die Druckplatte hier. Und wir sind beim nächsten Level. So, okay. Ich hoffe mal, das war alles richtig. Falls man cheatet, ist ja auch egal. Das ist eine Custom Map. Und ist ja jetzt auch nicht so das Schlimmste. So, wir sind hier wieder in dem nächsten Level und schauen uns das wieder mal so ein bisschen an, geben besonders die Ecken hier, aber ich denke mal, auch hier wäre das eher weniger versteckt und deswegen gehen wir mal wieder, ja, auch in den Bäumen, ja, glaube ich auch nicht, deswegen gehen wir hier mal wieder in das Haus da rein, okay, und mal schauen, wir haben immer noch die Elytra auf, so, suchen wir das gleich mal hier in dem Haus. Okay, vielleicht hier unter der Kiste. Ja, hier unter der Kiste ist es wieder. Oh man, okay, gut. Dann hier wieder das bitte anzünden. Können wir das mal hier anzünden? Es geht einfach nicht. Okay, hallo, so. Okay, dann müssen wir wieder den Knopf uns holen.
Ja, genau, dann auf den Knopf drücken. Okay, das geht immer. Und ich habe es doch gewusst, dass vielleicht unter der Kiste war, weil von hier aus, da kann man das noch nicht mal so gut sehen. So, und das macht er etwas öfter. Und da ist wieder der nächste Knopf. Wir haben echt zu viel in unserem Inventar. Und wir sind jetzt beim Level 9. So, zwei Federn haben wir hier drin. Okay, brauchen wir die Federn? Ich hoffe mal nicht. Da vorne kann man auf jeden Fall wieder Luft holen, aber ich denke mal, da vorne, da dürfte es eigentlich nirgendwo sein. Doch vielleicht hier, ist es da unten, das wäre aber doch zu easy. Und ja, wir gehen da trotzdem mal gleich hin ein bisschen und schauen uns das einfach mal an. Ja, und da ist es TNT. Okay, gut, dann kann ich das da anzünden. So, direkt hier drauf und okay, alles klar, ich kann das hier... Oh shit, ich muss jetzt hier wieder ganz kurz Luft holen. So, und vielleicht, okay, geht es mit dem Feuerzeug? Ja, das geht mit dem Feuerzeug. Okay, ich gehe mal ein kleines bisschen weg. Auch ein wirklich richtig cooles Level. So, ist jetzt auch nicht unbedingt zu schwer. Wir hätten eigentlich eine Druckplatte bekommen müssen. Und so, jetzt bin ich im nächsten Level. Das heißt, es hat eigentlich nicht ohne Druckplatte funktionieren können. Außer ich hätte das Ganze irgendwie ausgehöhlt, das Wasser rausgemacht und so weiter. Aber gut, wir sind jetzt im, glaube ich, letzten Level. Hoffentlich jetzt mal. Ready for to play the hardest boss map. Press the button. Okay, ich denke mal, das war das letzte Level. Beziehungsweise ist das letzte Level. Und so, okay, gut. Und nein, was? Ich bin jetzt ernsthaft. Ich habe jetzt nicht ernsthaft. Och, Mann. Okay, gut. Blindheit und Übelkeit. Och, okay. Das kann ziemlich schwierig werden. Aber ich hoffe mal, dass ich das vielleicht doch noch irgendwie schaffen werde. Okay, und mit 5 Modus, das bringt einfach gar nichts. So, wir springen hier mal lang. Und ich hoffe mal, bin ich überhaupt schneller? Und hier ist es. Hier ist ernsthaft das TNT. Okay, shit. Ich bin einfach nur links lang gelaufen. Oh, danke wirklich, dass es hier ist und nicht irgendwie bei einem anderen Turm. Okay, gut. Und jetzt hier müssen wir nur noch den Gang finden. Ich denke mal, das sollte jetzt nicht das Problem sein. Ja, da vorne ist der Gang. Ja, und ich habe die Map geschafft und ich habe immer noch Blindheit und Übelkeit. The End. Und did you like the map? This map? Ja, auf jeden Fall. Und ich kann jetzt hier... Alter, okay. Ich lese jetzt einfach mal nicht mehr die Schilder. Ich kann auch noch im Game Mode 1 hier die Map mir anschauen. Okay, wurde da beschrieben. Aber das war es jetzt erstmal so zu diesem Video, liebe Freunde. Falls es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Würde mich freuen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch mal gerne machen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ansonsten checkt noch alle Links in der Videobeschreibung ab. Wir sehen uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao.